Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, gestern ereilte uns eine Meldung von Rockstar Games und zwar ist bekannt, wann das nächste DLC rauskommt. Gestern gab es einen Trailer zu dem neuen DLC. Am 29. August kommt das neue DLC für GTA 5 Online raus. Das Ganze wie gewohnt für PlayStation 4, Xbox One und für den PC. Und ich habe mir den Trailer mal angeguckt und wir machen jetzt eine kleine Trailer-Analyse und schauen uns mal an, was in diesem Trailer zu sehen ist und was alles neu in diesem Trailer ist und was wir vielleicht schon kennen. Ich werde das jetzt wie gewohnt, ich werde diesen Trailer laufen lassen, auf Stopp machen, über Zeugs quatschen, laufen lassen, Stopp machen, über Zeugs quatschen, was da so alles ist und so weiter und so weiter. Ihr kennt das alles. Auf jeden Fall, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, dass ihr mit mir nachher in den Kommentaren kommentiert bzw. diskutiert auch. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch viel Spaß. Ein Rockstar Games Logo, echt interessant. Nein, kommen wir zum ersten Bild und hier machen wir den Trailer auch schon mal auf Stopp. Was können wir hier auf diesem Bild sehen? Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 neue Flugzeuge. Okay, eins davon ist ein Hubschrauber oder ein kleiner Helikopter. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Auf jeden Fall 5 neue Flugzeuge in diesem Bild sind klar zu erkennen. Fangen wir auf jeden Fall mal an mit dem ersten hier. Das scheint mir eher ein Witz zu sein. Auf jeden Fall ist dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Flugzeug. Sieht auf jeden Fall ziemlich ulkig aus. Es ist ziemlich klein. Und aber ich gehe davon aus, da das Flugzeug hier so klein ist, dieses grüne, gehe ich stark davon aus, dass es ziemlich wendig in der Luft sein wird. Aber davon lassen wir uns mal überraschen. Was sehen wir, wenn wir ein bisschen weitergehen. Ein weiteres Flugzeug, ein Propellerflugzeug. So etwas in der Art haben wir schon in GTA Online, aber ich gehe stark davon aus, dass dieses Flugzeug ein bisschen anders sein wird. Zum Beispiel mit Waffen bestückt. Aber das seht ihr ja gleich auf jeden Fall im weiteren Verlauf dieses Trailers. Gehen wir weiter und hier sehen wir zum Beispiel ein Fluggerät, das rot unten ist und verchromt oben ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Wir können auch ganz klar erkennen, dass dies kein Propeller hat, weil das nämlich ein Düsenflugzeug ist, also beziehungsweise mit einem Düsenantrieb hinten, wie Kampfjet zum Beispiel. Aber das seht ihr im Verlauf des Trailers auch auf jeden Fall. So, und wenn wir jetzt neben dem Titan mal schauen, rechts neben dem Titan, können wir ein weiteres Flugzeug erkennen mit ebenfalls 4 Propellern, aber mehr ist an diesem Flugzeug jetzt momentan auf diesem Bild nicht mehr zu erkennen. Mal sehen, was wir im weiteren Verlauf dieses Trailers sehen. So, und jetzt kommen wir zu diesem kleinen Hubschrauber da. Ich weiß nicht, was es ist. Sieht für mich eher aus wie so ein, ja, ihr kennt doch Drohnen, solche kleinen Drohnen. Dass das, sieht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, diesen Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob man damit fliegen kann oder ob das Ganze irgendwie ferngesteuert wird. Das weiß ich nicht. Es sieht für mich auf jeden Fall sehr, sehr klein aus. Aber davon lassen wir uns doch auch mal überraschen. Was können wir noch auf diesem Bild erkennen? Klar, das Ganze. Und zwar die Lagerhalle. Die Lagerhalle ist klar mit Sicherheit ein Hangar am Flughafen, den wir kaufen müssen wahrscheinlich, um diese Flugzeuge unterzubringen, um diese Schmuggelmission zu machen und so weiter. Es ist genau das gleiche wie bei dem Bikers DLC und wie bei allen anderen DLCs. Ich gehe davon aus, dass wir unsere eigenen Hangar wieder frei modifizieren können, sage ich jetzt mal, mit Boden, Farbe, Erweiterung etc. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, wie man das halt in den anderen DLCs, aus anderen DLCs schon kennt, mit der Tuning-Werkstatt, die man, wo man den Boden machen konnte und so weiter und so fort. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Wird auf jeden Fall, so wie das aussieht, nicht ganz billig, meine Freunde. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Was sehen wir als nächstes? Und zwar das hier.
Roxxar Games Presents. Ist ganz interessant. Auf diesem Bild können wir ebenfalls noch zwei neue Flugzeuge erkennen. Das große Schwarze sticht natürlich voll ins Auge und es sieht für mich auf jeden Fall aus wie ein Transportflugzeug. Sowas Ähnliches wie der Cargo Plane, nur hier eine Nummer kleiner. Ich gehe davon aus, dass es in den Schmuggelmissionen dafür dient, die Ware von A nach B zu bringen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, dass das Ganze ein Transportflugzeug da sein soll. Darüber erkennen wir auch noch vier Flugzeuge auf diesem Bild. Sieht für mich das aus wie so eine Schmuggelmission. Und das ist eine Eskorte, die diesen Frachter bzw. dieses Transportflugzeug beschützt, weil diese Flugzeuge sind ja alle von oben bis unten bewaffnet. Also gehe ich davon aus, dass es eine Eskorte ist bei einer Schmuggelmission. Aber lassen wir uns dann mal überraschen, aber ich gehe davon aus, dass ich recht habe. Schauen wir uns den Trailer mal weiter an und machen den nächsten Cut hier. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, habt ihr ja gerade gesehen, das Flugzeug, was im Hangar stand, dieses rot verchromte. Hier können wir sehen, dass ganz klar vorne der Propeller fehlt und hinten ist der Antrieb, wie gesagt bei den Jets, ist ein Düsenantrieb und nicht mit Propellern. Hier auf dem nächsten Bild können wir das nochmal hier ganz klar erkennen. Vom Weiten sah das aus wie ein Propellerflugzeug, aber wenn wir es jetzt nochmal sehen können, hier ganz klar zu erkennen, kein Propeller. Und auf dem vorherigen Bild habt ihr gesehen, dass das Ganze einen Düsenantrieb hat. Schauen wir mal weiter. Und jetzt wird es interessant, Freunde. Jetzt wird es richtig interessant. Wenn wir uns dieses Flugzeug mal anschauen, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber wenn ihr mal so das Große und Ganze betrachtet, ihr seht die Lackierung von dem Flugzeug und diesen Aufdruck. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, ist nur eine Vermutung von mir, ich weiß es aber nicht, aber es ist nur eine Vermutung, dass wir unsere Flugzeuge in diesem Hangar, wie bei der Tuning-Werkstatt in unseren Büros zum Beispiel, dass wir diese Flugzeuge modifizieren können mit Lackierungen, Aufschriften, Aufdrücken und so weiter. Wenn das so wäre, wäre das auf jeden Fall ziemlich geil, wenn das so wäre. Aber man weiß immer noch nicht, wenn es so wäre, ich sag einfach mal wäre, man weiß halt nicht, ob das nur die Flugzeuge, dass das nur die Flugzeuge bekommen, die wir mit diesem DLC bekommen, oder ob wir auch zum Beispiel andere Flugzeuge, zum Beispiel wie die Hydra oder oder den Savage oder sonst irgendwas, auch lackieren können mit Aufdrücken und sowas. Wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich nice. Ich würde das auf jeden Fall ziemlich feiern. Weil damit würde auf jeden Fall GTA Online in eine weitere Richtung gehen. Aber lassen wir uns da doch mal auf jeden Fall überraschen, was da noch kommt. Gehen wir weiter. Klar, was können wir hier erkennen? Auf jeden Fall kann man auf diesem Bild erkennen, dass wir einen neuen Kampfhubschrauber dazu bekommen werden. Wir haben schon einen guten Kampfhubschrauber im Spiel, und zwar den Savage. Aber hiermit werden wir einen weiteren dazu kriegen, was auf diesem Bild ganz klar zu erkennen ist. Weiter im Text. Hier kann man den Hubschrauber nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Nun geht's weiter. Schauen wir uns das Bild an. Wie ich schon gesagt habe, das Lagerhaus dient als Schmuggelort, als Lagerhaus, wo wir unsere Schmuggelware halt lagern können. Und hier könnt ihr nochmal die ganze Schmuggelware auf dem Bild sehen. Was ich jetzt mal persönlich sagen muss, es wird jetzt verdammt langweilig. Weil wir haben diese Schmuggelkacke schon mit dem Import-Export-DLC, mit zwei anderen DLCs, wo wir auch dieses Autolager hatten und das andere Lager hatten, und jetzt haben wir wieder ein Lager mit Schmuggelwaren. Zuletzt haben wir mit dem Gunrunning DLC das Waffenlager in unserem Bunker mit Schmuggelwaren, und jetzt ist mal so ein Zeitpunkt, wo ich sage, ey, jetzt reicht's doch mal so langsam mit Schmuggelwaren, und jetzt wird's mal echt Zeit für was Neues, weil was Schmuggelwaren angeht, haben wir jetzt mehr als genug. Da bin ich jetzt, wie gesagt, kein Freund von, wenn da jetzt noch mehr zukommt. Aber naja, auf diesen Bildern ist ganz klar zu erkennen, dass es hier wieder weitere Schmuggelmissionen geben wird. Gut,
weiter im Text. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Was sehen wir hier? Ein Gemälde. Ich weiß nicht, ist das Mozart? Keine Ahnung. Sieht da, oder keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall könnt ihr hier auch auf jeden Fall erkennen, handelt es sich um Schmuggelmission. So, und was können wir auf diesem Bild erkennen? Den Hubschrauber, den kennen wir schon aus der Story, wo wir diesen Güterwaggon transportieren mussten. Wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn wir den auch in GTA Online bekommen. Und ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, wenn wir den in GTA Online bekommen sollten, dass dieser Magnet, der unter dem Hubschrauber befestigt ist, dass man, wie bei dem Cargo Bob zum Beispiel, Autos anheften kann. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Gut, gehen wir weiter im Text. Da. Und da kommen wir nochmal zu den Hubschraubern, die wir gerade gesehen haben, und zwar diese kleinen. Ich glaube nicht, dass man damit fliegen kann. Ich glaube eher, dass das so ferngesteuerte Hubschrauber sind, die man aus der Ferne fernsteuern kann. Und wenn man mal jetzt genau drauf achtet, vorne an der Spitze können wir ein kleines MG erkennen oder es könnte auch eine Kamera sein, ich weiß es nicht, eins von beiden. Aber ich gehe stark davon aus, dass das ein kleines MG ist, womit wir aus der Ferne hinaus ja andere GTA Online-Spiele abfangen können, ohne selbst dabei zu sterben. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice, aber so kommt das auf jeden Fall auf diesem Bild rüber. Gehen wir weiter. So, was können wir hier erkennen? Hier erkennen wir dieses Propellerflugzeug, was wir im ersten Bild auch schon gesehen haben. Und was ganz klar zu erkennen ist, dass alle Flugzeuge, die wir bekommen werden, und zwar alle, mit Waffen ausgerüstet sind, was ich auf jeden Fall ziemlich geil finde. Hier machen wir mal einen kleinen Stopp und da muss ich sagen, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich meine, so ein Fluggerät sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Jeder wird es kennen, in Real Life schon mal gesehen haben. Solche Art Glider, wo Motor hinten dran ist, habe ich auf jeden Fall schon oft gesehen. Und sowas in GTA sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von solchen kleinen Dingen in GTA Online. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. So, weiter geht's im Text. Ist ganz klar zu erkennen, dass wir hier den Hauptteil, den größten Teil, wie gesagt, solche Luftkämpfe machen. Und was hier auch interessant ist an diesem Bild, ihr könnt es sehen, die Flugzeuge werfen ja so eine Art Donnerkrollen, ich weiß jetzt nicht, wie sie es nennen, so einen Bombenteppich ab. Was ich persönlich richtig geil finde, weil wenn man mal jetzt zum Beispiel durch die Stadt fliegt und mehrere Online-Spieler auf einer Straße sind, kann man so einen Bombenteppich abwerfen, finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Eins der Dinge, was ich jetzt schon feiere, bevor das DLC überhaupt rausgekommen ist. Gut, haben wir noch was, was wichtig ist? Nein. Das war's auch schon mit der Analyse. Das Ganze wird erscheinen am 29. August für PS4, Xbox One und für den PC. Für diejenigen, die nur eine PS3 haben oder eine Xbox 360, muss ich leider sagen, Pech gehabt, aber euch brauche ich das ja nicht mehr zu sagen. Das ist ja schon seit gut 2 oder 2,5 Jahren so, dass keine DLCs mehr für die Old Gen kommen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung unten in die Kommentare, Freunde, was ihr von diesem DLC haltet und was fandet ihr am geilsten aus diesem Trailer hinaus. So, ich würde mich natürlich jetzt über einen Daumen nach oben freuen und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun, mein Freund. Und wenn du keine Nachrichten mehr von mir verpassen möchtest, dann aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Gut, meine Freunde, ich bin raus, das war's von mir. Ich würde sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao. Much love, I love, hate is only thing I hate's waiting. I keep it on ground mode. Yeah, I keep that cake baking.